Dann sage ich mal, herzlich willkommen, liebe Jacqueline, hier zum Interview mit mir. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast für heute. Ich schwitze mir hier gerade einen ab. Ich bin in Goa und der Ventilator läuft. Mir ist heiß ohne Ende, aber ich freue mich total auf das Interview jetzt mit dir. Wie ist es eigentlich bei dir? Gerade das Wetter? Kalt, es ist dunkel, es hat die ganze Nacht geregnet, also es sind 10 Grad halt, aber es ist irgendwie, na, November, also Dezember halt, ne, so. Dezember, riesig. Genau. Genau. Okay, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es bald geschafft habt mit dem diesigen. Der letzte Winter war ja Schnee da schön. Schnee, genau, blauer Himmel, ne? Aber das kann in Leipzig nicht passieren. Nee, ist nicht so. Ganz selten haben wir hier Schnee. Okay. Okay, die liebe Jacqueline, die war bei mir in der Mastermind-Gruppe Heartflow Finder Premium für vielbegabte Frauen. Und die Jacqueline kam, wenn ich mich so recht erinnere, zu mir, war im Klarheitsgespräch, war, ich hoffe, ich darf das sagen, ein bisschen verwirrt auch und hatte auch mega viele Ideen. Und auch innerhalb des Programms ist sie hin und her geswitcht. Ne? Dann war erst das und dann nehme ich doch was anderes. Und auf einmal, ach nee, du weißt, was doch was anderes. Das war schon ein Riesenprozess. Und jetzt hat sie einfach so eine bombige Positionierung und eine Berufung, die sie echt mit Leidenschaft auch lebt. Und ja, ich freue mich total, dass ich dich jetzt heute hier interviewen darf. Du warst einer meiner absoluten Lieblingsteilnehmerinnen, auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, Jacqueline, wann warst du eigentlich nochmal in der Mastermind? Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr so ganz genau. Also wann warst du bei mir in der Mastermind-Gruppe und wieso bist du, also mit welchen Schwierigkeiten bist du auf mich zugekommen? Also im Grunde genommen war es genau vor einem Jahr. Bin im Dezember 2017 haben wir gestartet, bis na, ungefähr dann bis März 2018. Ja. Du hast gesagt, ich war verwirrt. Ich glaube, das war noch sehr freundlich und milde ausgedrückt. Also ich war eigentlich auch so ein bisschen am Ende meiner Kräfte und meiner Zeit. Also ich habe permanent nur gearbeitet. Meine Finanzen waren trotzdem irgendwie bei null. Ich hatte ganz, ganz große Ängste bezüglich Versagensängste. Kann ich nicht, schaffe ich nicht. Oh Gott, so viel Arbeit und wie mache ich das? Ja. Im Coaching kam dann raus, dass ich einfach auch die Angst habe, sichtbar zu werden. Ja, das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. So dieses, und jetzt manchmal frage ich mich auch noch, okay, wie jetzt, wenn du das jetzt machst, dann knallt das richtig durch die Decke. Und dann denkst du dir, okay, aber dann ist es auch total cool. Ne? Ich freue mich dann halt auch total drauf. Cool. Ja, stimmt. Doch, ich erinnere mich. Ja, da war irgendwie auch so ein krasses Motivationsloch, was ich mir heute irgendwie überhaupt nicht mehr bei dir vorstellen kann, dass es bei dir sowas gibt wie ein Motivationsloch, ja. Ja, genau. Und es hat dann auch auf Anhieb gepasst irgendwie. Ich weiß, genau, es war schon im Klarheitsgespräch eigentlich klar, dass du keine Entscheidung treffen konntest, ne, mit was denn jetzt wirklich? Machst du das weiter, was du bisher machst, oder machst du vielleicht doch was ganz anderes, ne, und überhaupt nie? Ja. Genau. Und wo standest du denn genau, also bevor du bei der Mastermind bei mir angefangen hast, wo standest du genau mit deinem Business? Was hast du da gerade gemacht und wo standest du da gerade? Also mein Business hatte im Grunde genommen schon zwei Produkte, als ich gestartet bin, aber die waren nicht... Was genau? Also ich war da, ich hatte einmal eine Mitgliedschaft zum Englisch lernen und einmal auch so ein Premium-Programm, wo ich quasi jemanden, der Angst hat zu sprechen, sage, okay, wir machen das 1:1, dass ich dir diese Angst nehme und du dann nach 12 Wochen freisprechen kannst, dass du keine Angst mehr hast und dass du einfach im nächsten Urlaub, wow, total verblüfft bist, wie einfach man doch Englisch lernen kann. Mhm. Die Produkte waren vorbereitet, die waren auch da. Ich stand aber noch nicht dahinter. Ich hatte keine Positionierung und ich wusste eigentlich gar nicht, ja, wer ist eigentlich mein Wunschkunde und wie sieht der aus und ach, ist doch egal, ich nehme jeden. So war das vor dem Coaching. Wow, okay. Finde ich selbst gerade nochmal interessant, das nochmal so zu reflektieren und zu hören. Okay, und was ist dann während der Mastermind passiert? Und wo stehst du jetzt heute? Ja, während der Mastermind, also ich war ja sehr am Außen. Ne? Das passiert mir auch jetzt immer mal wieder, dass ich sehr am Außen bin und auch sehr materiell noch gucke. Und in der Mastermind habe ich eigentlich gelernt, was ist, also wie fühlt sich Dankbarkeit an? Nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. Mhm. Na, also das... Jetzt auch so die Verbindung mit dem Herzen herstellen, das ist so wieder gerade so ein Thema bei mir, wo ich denke, ey, wow, so fühlt sich das an. Mhm. Ja, ich bin ja so ein totaler Kopfmensch. Mhm. Und in der Mastermind habe ich halt einfach durch die Visualisierung, die wir gemacht haben, durch die Dankbarkeitsübungen, durch die Zielesetzung, wie fühlt sich Dankbarkeit an, wie fühlt es sich an, wenn du dir ein Ziel von Herzen setzt und nicht eben vom Kopf. Und ja, ich kann halt auch im Innen sein.
Und ich habe halt gelernt, erst im Innen, dann im Außen. So ist es mit Finanzen, so ist es mit allem, was du machst. Mhm. Wow, cool. Und dann hast du auch während der Mastermind, also während der Zusammenarbeit mit mir, warst du dann irgendwann auch ganz klar, wo es denn jetzt überhaupt hingeht, also was deine Positionierung ist. Ja, was kam denn dabei raus? Wie war dieser Prozess? Wie war der Prozess? Also der war schon so. Mit Hochs und Tiefs. Und manchmal war man total geflügelt und hat sich gedacht, ey, boah, ja, jetzt, das war jetzt die Klarheit. Und 3 Tage später dachte ich dann, ach, irgendwie, oh, wirklich, dann zweifelt man wieder, dann überlegt man wieder. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit jeder Woche, mit jedem Tag, mit jedem Monat, dass ich immer klarer wurde. Immer klarer bei dem, was ich will und auch wie mein Kunde aussehen soll und wie mein Programm aussehen soll. Ja, und das ist auch jetzt glasklar. Ich weiß genau, welchen Kunden ich in meinem Coaching haben möchte. Mhm. Toll. Wow, cool. Und was würdest du denn selber auch sagen, jetzt, weil wir waren ja da eine Gruppe auch mit anderen Scannerinnen und eine ganz kleine Gruppe, was würdest du denn selber sagen, wie wichtig ist denn das Umfeld und dass man da gemeinsam eben zusammen mit Frauen in dem Fall eben vorangeht, die einfach auch so ticken wie man selber, dass man dann zusammen mit einer Gruppe vorwärts geht und nicht irgendwie zum Beispiel im Einzelcoaching oder hier geht man hin und bearbeitet ein bisschen Glaubenssätze, da geht man hin und sucht sich einen Business Coach für die Positionierung. Wie wichtig fandest du dieses Zusammenspiel? Das Umfeld ist in meiner Meinung das Wichtigste. Na, weil wenn dein Umfeld nicht stimmt dann und dir jeden Tag jemand sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, oh Gott, was hast du wieder für eine Schnapsidee, dann wird das auch nichts. Aber durch die Gruppe waren wir Frauen einfach immer wie ein Team, ja, wie eine Mannschaft. Ja. Wir haben uns gegenseitig beflügelt, wir haben uns gegenseitig auch mal in den Hintern getreten, wir brauchten dann auch jetzt gerade nach dem Coaching, haben wir auch nochmal unsere eigene Gruppe. Man hat einfach zu dem einen oder anderen eben mehr Kontakt und zu dem anderen weniger. Aber zum Beispiel zu einer habe ich noch regelmäßig Kontakt und wo ich dann auch manchmal sage, hey, hallo, ich habe die Gruppe auch. Ich bin nicht nur der Motivator, sondern ich kann mir auch mal Motivation holen, ne, wenn ich ein Problem habe. Und das finde ich halt auch so schön, dass wir uns gegenseitig da einfach auch noch ein bisschen pushen und halt jetzt auch weiterhin ja immer wieder noch an unseren Zielen arbeiten, dass wir freitags immer unsere Dankbarkeit, also wofür sind wir dankbar von der Woche. Das ist wichtig und das ist auch so ein bisschen so ein Druck, in Anführungsstrichen, positiver Druck, weil man einfach weiß, hey, da sind welche, die wollen auch vorankommen und wir einfach an einem Strang ziehen. Toll, cool, genau. Und du sprichst von der Alumni-Gruppe, ne? Vom Heartflow, von der Premium, weil davor haben immer so viele Angst, wenn sie dann irgendwie bei mir im Klarheitsgespräch sind, dass sie sagen, ja, aber was ist denn nach den 3 Monaten? Ja, die haben also viele dann Angst davor, dass sie dann in ein Loch fallen. Ne? Und dafür ist einfach diese Community total schön, weil man dann einfach zusammen weitergehen kann. Ne? Richtig. Und die Verbindung bleibt. Ja, super. Und wo stehst du denn? Ja, nee, sag nochmal. Ja? Wir haben ja jetzt auch, sage ich mal, in den 3 Monaten haben wir auch so viel Wissen von dir bekommen und so viele Tools, dass wir da ja dann auch alleine als Gruppe weitergehen können. Ja. Und du bist ja trotzdem irgendwie immer noch für uns da. Ne? Du guckst ja auch mal in die Gruppe oder trittst uns auch mal in den Hintern, wenn es mal wieder überhaupt nicht vorangeht. Sagst, hey Mädels, was ist denn hier mit eurer Dankbarkeit, euren Zielen? Macht das mal weiter. Und dann wissen wir wieder alle, oh, der Coach ist da. Das ist halt cool. Man hat auch immer noch trotzdem die Verbindung zu dir. Ach, schön, ja. Ja, das brauche ich selber auch, muss ich zugeben. Also ich kenne da ganz andere Coachingsprogramms. Also wenn du da weg bist, bist du halt weg, ne? Aber ich brauche das selber irgendwie auch, diese Verbindung noch mit euch. Und dass ich weiß, was da vor sich geht bei euch, ja? Genau. Und wo stehst du denn jetzt heute eigentlich? Was ist jetzt passiert in diesem Jahr? Wo stehst du gerade? Ich habe irgendwie so am Rande gehört, dass du mega erfolgreich bist, oder? Kann das sein? Also mein Umsatz hat sich dieses Jahr auf jeden Fall verdreifacht. Wow. Ich hatte ihn zu vervierfachen im Dezember, aber im Dezember wird es auch mal richtig abgehen. Wow. Also es ist so viel passiert in diesem einen Jahr, kriegt man gar nicht bewältigt, das alles so in Worte zu fassen. Es ist im Inneren total viel passiert. Ich gehe auch jetzt nochmal, in 2 Wochen fahre ich auch nochmal 4 Tage auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, weil einfach ich halt immer auch sehr im Außen war und gemerkt habe, hey, jetzt sind die Gefühle dran, jetzt ist die Weiblichkeit dran. Mhm. Und da will ich einfach jetzt voll reingehen und ja, es läuft einfach und die Arbeit auch mit dem Universum, ja, das ist manchmal schneller als ich, ja, und das will schon was heißen. wenn man wirklich klar sagt, hey, was wünsche ich mir eigentlich von Herzen, warum mache ich das einfach und einfach nie das große Ziel aus den Augen verlieren, ja, ich frage mich da manchmal auch so,
warte mal, was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel? Warum mache ich das jetzt eigentlich? Und dann höre ich mir auch manchmal einfach oder lese mir nochmal meinen Klarheitsplan durch. Mhm. Und ich mir denke, da ist es genau definiert, wofür ich das mache. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, die Verbindung ist wieder da, der Flow ist wieder da, alles wieder super. Cool. Wow. Also erstmal überhaupt herzlichen Glückwunsch dafür, Jacqueline. Und die Jacqueline ist halt auch einfach so eine Vorzeigekandidatin hier, ja, weil sie auch einfach das umsetzt, was ich sage, ja. Weil er immer umgesetzt hat. Und das ist halt auch nicht immer der Fall. Also ein Coach kann ja auch immer nur Türen zeigen und Wege aufbereiten, aber man muss halt auch selber gehen, ne? Und nicht hält einen nicht alles in Schoß. Und das ist, glaube ich, auch oft das Problem von vielen Menschen, dass sie sagen, schnell, ne, in 6 Wochen sechsstellig, schnell, aber ich will eigentlich nicht wirklich was dafür tun. Ne? So, ich lege die Füße hoch und alles geht von alleine. Genau, das geht nicht. Ich visualisiere einfach mal und dann passiert alles von alleine. Das funktioniert bei keinem, genau. Und deswegen sehr, sehr cool, dass du das machst, dass du da auch kontinuierlich dran bleibst, ne? Wiederholungen, immer wieder dranbleiben. Mhm. Also ich kann wirklich als wertvollsten Tipp geben, erstmal das wirklich so umzusetzen, also gerade was auch diesen ganzen Sales Funnel angeht, ne? Dieses ganze System, was du uns ja auch erklärst, das halt auch zu machen, und es dauert dann einfach. Also ich meine, ich fange nicht mit dem Sales Funnel an und nächste Facebook-Gruppe, das dauert, zu deinem neuen Kunden eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja das, was du willst. Genau. Ja, also die Leute wollen das auch, die wollen eine Beziehung, die wollen dich kennen. Und dann auf einmal hast du die im Beratungsgespräch und du denkst dir, das ist genau die, die du wolltest. Weil die genau auf dich angesprochen ist. Die kennt deine Art durch die Livestreams, die weiß, wie du bist. Und die sagt sich entweder, oh, die geht gar nicht. Oder die sagt sich, ey, genau mit der will ich zusammenarbeiten. Ja. Und die ruft auch an oder du rufst die dann halt an. Cool. Also es dauert auch, habt einfach Geduld. Ja, Geduld ist nicht gerade mein Lieblingswort, aber es zahlt sich aus. Wenn du aufhörst auf halber Strecke, dann hast du es nicht versucht. Also wenn du scheiterst nur dann, wenn du aufgibst und wenn du es nicht weiter versuchst. Genau. Ach, super. Traum, was du hier raushaust. Super klasse. Und das ist echt ein Phänomen mit diesem Kundenavatar. Ich habe letztens über einen Messenger hat sich eine Dame bei mir gemeldet für die Mastermind-Gruppe und die hat mir einen Riesentext geschrieben und dann habe ich mir den so durchgelesen und dachte so, wow, das ist ja mehr als mein Traumkunde, ja, so. Und dann habe ich sie echt gefragt, ob ich ihren Text als Blog verwenden darf, ja. Und habe gesagt, so, das, was du schreibst, ist 1:1 mein Traumkunde, ja, mein Kundenavatar, wo kommst du her? Das funktioniert einfach immer wieder, ne? Und jetzt darf ich den Text echt benutzen, weil der passt einfach. Den kann ich einfach 1:1 so nehmen und als Blog posten oder als einfach Beitrag posten in meiner Gruppe. So cool. Ja, cool. Das, was du aussendest, bekommst du zurück. Wenn du aussendest, ich möchte mit dem und den Menschen zusammenarbeiten, dann kommt er auch auf dich zu. Dann kommt keiner, der den ganzen Tag nur rumheult. Ja? Dann kommt jemand, der eine Frau, die sagt, hey, jetzt, ich will es jetzt mit dir angehen. Ja, absolut. Und dazu habe ich aber tatsächlich auch eine negative Erfahrung, weil man muss dazu trotzdem immer auf sein Bauchgefühl auch hören. Ja. Weil ich habe meinen perfekten Kundenavatar, ich weiß, mit wem ich arbeiten will, mit wem nicht. Und trotzdem kann es manchmal passieren, auch den erfolgreichsten Coaches, dass ich irgendeinen Coachy doch in die Gruppe mit reinschmuggelt, der absolut überhaupt nicht passt. Aber das passiert nur dann, wenn man wirklich im Gespräch nicht wirklich bei der Wahrheit innerlich geblieben ist, ne? Und eigentlich schon so ein Gefühl hatte von, nee, eigentlich passt nicht so, aber ach komm, nimm sie auch mit rein, ja. Und das geht immer nach hinten los, weil du hast deinen Traumkunden und wenn du dem treu bleibst und wirklich sagst, mit dir nicht, mit dir ja, mit dir passt leider wirklich nicht, mit dir doch, wenn man dem treu bleibt, passiert auch nichts, ne? Dann ist es einfach easy. Wie jetzt in meiner letzten Gruppe, da habe ich absolut auf mein Bauchgefühl gehört und es war einfach so harmonisch, ja, und es war so der Hammer, das hat so gepasst, ne? Ja, super. Und sag mal, Jacqueline, was würdest du denn sagen, was hat dir denn am besten an der Zusammenarbeit mit mir persönlich gefallen? Ich glaube, du hast mir Geduld so ein bisschen beigebracht, beziehungsweise wenn man dir eine Mail geschrieben hat, dann hat es halt auch manchmal 2 Tage gedauert und ich dachte mir, das ist doch jetzt nicht ernst, ja, kann ich vielleicht mal antworten? Und dann dachte ich mir, okay, die Veronique zeigt uns, wie man fokussiert und strukturiert arbeitet, indem man eben, also wir haben das ja dann alle gemacht, ich wusste, jetzt haben alle ihre Mails bekommen, das heißt, sie weiß, sie hat sich also eine Struktur gemacht, zum Beispiel Donnerstag von 9 bis 10 beantworte ich E-Mails und nicht irgendwie immer mal hier und mal da und mal so, sondern wirklich strukturiertes, festgelegtes, geplantes Arbeiten.
Und das ist mir im Nachhinein, habe ich das eigentlich erst zu schätzen gelernt, weil ich dann wusste, hey, die hat uns gezeigt, wie es geht. Mhm. Ja? Und du musst dem Kunden nicht nach 5 Minuten antworten. Weil wie oft wartest du denn auf andere Mails, Antworten, Nachrichten, wie auch immer. Ne? Mhm. Ich dachte mir, der Kunde kann auch mal warten, weil manchmal, man muss ja auch mal erstmal manchmal drüber nachdenken, ne? Was antwortet man denn jetzt, dass es für beide Seiten auch total super passt. Und das ist das, was mir jetzt im Nachhinein super gefallen hat. Naja, und auch einfach, dass du uns auch einfach mal in den Hintern getreten hast. Also es war ja nicht immer so, dass du immer so, oh, ihr Lieben, sondern da kam halt auch mal, ne, die liebevolle Peitsche, sag ich mal. Das braucht man auch, weil das muss ein Coach einfach machen. Mhm. Und dann auch mal sagen, ey, jetzt ist hier Stopp, jetzt komm aus deinem Dramaspiel raus. Das ist immer so dein Lieblingswort gewesen. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt kommt die wieder mit ihrem Aber ja, du hattest dann auch mal recht. Ne? Mhm. Also wir haben dich auch manchmal auch mal nicht gemocht, aber das braucht man einfach. Also Friede vor der Eierkuchen hilft keinem. Absolut, genau das ist es. Danke, dass du das sagst. Echt, das ist so cool, was die Barbara auch immer gesagt hat. Die Veronique ist hart, aber herzlich. Aber schon das hart. Ist es so, ja. Genau. Ja, super, das freut mich, trotzdem zu hören. Und das Ding ist, dass ich damit auch, und ich glaube, das muss auch einfach ein Coach damit absolut umgehen kann. Und ich absolut manchmal wusste, wenn ich jetzt das sage, sie wird mich hassen. Sie wird mir hinterher fluchen, sie wird mich für ein paar Tage hassen. Und dann ist es aber vorbei. Und dann ist man wieder durch irgendwas so durchgegangen, ne? Genau. Ja, prima. Du hast ja das Beste, war wirklich, also was ich so persönlich auch an dir schätze, ist deine Intuition. Die hast du einfach. Und wenn du dann sagst, du, ich habe das Gefühl, irgendwie passt das gerade nicht, dann denke ich mir, ey, die sieht mich hier über den Bildschirm, das ist doch jetzt nicht ernst. Dann dachte ich mir, ey, sie hat recht, ja, dass man trotzdem, auch wenn man nicht, also ich sitze ja nicht neben dir, ne, aber dass man trotzdem auch über Zoom online das so toll hinkriegt, dass man die Gefühle sieht, dass man genau weiß, ey, irgendwas stimmt da gerade nicht. Mein Gefühl sagt mir, das ist nicht passend gerade, was du gesagt hast. Und dann, wenn du das dann aussprichst, du denkst dir, ey, krass, du fühlst dich voll ertappt, ne? Das war auch immer super. Wow, das ist echt mal ein richtig geiles Feedback, Jacqueline. Das ist so schön, wenn man dann irgendwie, selbst kennst du bestimmt auch, ne, wenn man dann so total gesehen wird, ne, mit dem, was auch so die Leidenschaft ist oder was so die Expertise ist oder was man so mitbringt, auch für Gaben. Das ist echt schön, dass du das immer so klar auch auf den Punkt bringst und formulieren kannst. Echt klasse. Ja, und jetzt sag doch mal, was machst du eigentlich ganz konkret? Was ist deine Positionierung? Was machst du? Wem hilfst du ganz speziell? Was bietest du denn an? Also um es in drei Stichpunkten zu sagen, ich unterstütze im Prinzip oder ich helfe Leute, die eine Englischblockade haben. Ich unterstütze 40- bis 55-Jährige, die ihr Englisch auffrischen wollen und keine Lust haben, Vokabeln und Grammatik zu brauchen. Mhm. Ich unterstütze sie mit nachhaltigen und zeiteffizienten Sprachenlernen und gleichzeitig abwechslungsreichen Lernwerkzeugen, ihr Englisch so zu verbessern, dass sie ohne Hemmungen spontan und frei sprechen können. Cool. Also ich erinnere mich, das waren irgendwie Leute, die, keine Ahnung, sich dann einfach tatsächlich nicht trauen zu sprechen, weil weil sie sich einfach unsicher fühlen. Das beeinflusst sie ein bisschen im Leben, ne? Genau. Sehr cool. Und du hast auch eine bestimmte Methode, wie du das machst, oder? Ich lese da mal irgendwas von dir mit Birkenbiel oder keine Ahnung oder gerechtes Lernen oder so. Genau. Genau, ich nutze die Methode von Frau Vera Birkenbiel, also gehirngerechtes Sprachenlernen nach Birkenbiel. Und ich bin auch selber zertifizierter Birkenbiel-Trainer oder Trainerin und kann da einfach ganz, ganz viel weitergeben. Und ich bin auch permanent auf, jetzt am Wochenende war ich erst bei einem Wissenschaftsforum, wo es auch um die Neurowissenschaft ging. Also was da studientechnisch auch im Gehirn wieder, was haben sie da rausgefunden? Und das kann ich halt immer super toll an meine Coaches weitergeben. Mhm. Kannst du das ganz kurz, in kurzen Worten, kannst du das erklären, was der Unterschied ist zwischen gehirngerechten Lernen und so, wie wir das ganz klassisch in der Schule irgendwie reingehämmert bekommen? Und dann wieder, man sagt doch immer, dann wieder so rauskotzen und dann ist wieder alles weg. Richtig, wir sagen auch gern Bulimie lernen. Genau. Prüfung wieder aus. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass im traditionellen Fremdsprachenunterricht lernst du bewusst. Du kriegst die Vokabeln, du kriegst die Grammatik und dann heißt es so, lern mal die 30 Vokabeln. Und die lernst du isoliert, ja. Und du weißt gar nicht, ja, wie setze ich die denn eigentlich ein? Ich brauche ja irgendwie einen Beispielsatz oder ich muss ja Gefühl für die Sprache haben. Mhm. Beim gehirngerechten Lernen ist es so, dass du ganz, ganz viel hörst. Dadurch kriegst du die Intonation mit, dadurch lernst du die Vokabeln und die Grammatik im Unbewusst.
Mhm. Und erst im letzten Lernschritt, oder vier Lernschritte, im letzten Lernschritt sage ich es so, und jetzt lesen wir mal den Text und jetzt machen wir mal ein paar Übungen und nicht einmal gehört und jetzt liest du vor. Mhm. Die sind viel selbstbewusster, die Lerner. Mhm. Ja. Cool, und du machst auch immer irgendwelche Spielchen, oder? Weil da komme ich jetzt mal gleich zur nächsten Frage. Wie kann man denn mit dir Kontakt haben? Wie kann man mit dir ja einfach in Kommunikation treten? Also mich findet man auch auf Facebook unter Jacqueline Pentrack, mein ganz normaler sozusagen Name. Mhm. Und ich habe halt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Englisch frei sprechen mit Leichtigkeit. Und dort kriegst du ganz, ganz viel Input von mir, gehirngerechte Spiele, wo du einfach diesen Wortschatz, ja, viele sagen immer, ich will sprechen. Ich sage, ja, wenn du aber sprechen möchtest, brauchst du erstmal einen aktiven Wortschatz. Und den müssen wir erstmal wieder aus Schublade 545 nach oben holen. Mhm. Da habe ich halt ganz viele Assoziationsspiele, wie man den Wortschatz immer wieder triggert, wie man den weiter aktiviert, wie man den weiter nach oben holt. Cool. Und dann sprechen. Und da gibst du auch Anreize in deiner Gruppe, ne? Für kostenlos quasi. Sehr schön. Ich habe auch einen Livestream jeden Montag. Mhm. Also, dass du wirklich mich kennenlernst, dass du merkst, okay, ist die Methode was für mich? Wie arbeitet Jacqueline und so? Mhm. Wo man auch Fragen stellen kann. Na genau, sicher. Mhm. Auf jeden Fall. Cool, sehr schön. Okay, also wir werden auf jeden Fall die Gruppe, also den Link zur Gruppe werden wir hier unten in den Kommentaren, werden wir auf jeden Fall reinbringen, dass die Leute sich bei dir bewerben können, ne, für die kostenlose Gruppe. Und dann auch mal dein Facebook-Profil werden wir auch mal unten reinmachen. Und ab wann startet denn jetzt deine neue Gruppe? Also deine neue, du hast ja auch, glaube ich, ein Mastermind-Programm, oder wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Auch mit einem, ich mache ein Mastermind-Programm und das startet am 14. Januar. Und es gibt auch noch so ganz wenige Einzelplätze gibt es noch. Also ich habe auch diese und nächste Woche auf jeden Fall nochmal freie Plätze für Beratungsgespräche. Mhm. Okay, cool. Also die sind auch kostenlos, ne? So kostenlose Beratungsgespräche. Genau, was brauchst du? Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, geil. Und du hast, glaube ich, auch noch eine coole Webpage, oder? Wo man auch noch ein paar Infos über dich erfahren kann. Sehr schön. Okay, das packen wir alles unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr Lust habt, mit der Jacqueline zusammenzuarbeiten, dann könnt ihr einfach ein kostenloses Beratungsgespräch mit ihr buchen. Und sie sind immer so schön, ne, zum Jahresende, man nimmt sich doch immer neue Vorsätze vor, ne, fürs neue Jahr, neue Veränderungen, und vielleicht steht ja bei dir Englisch auf dem Programm, dann kannst du dich bewerben und am 14. Januar geht's los. Wie lange geht diese Gruppe? 12 Wochen. 12 Wochen, und die kann man nebenbei machen, wenn man arbeitet auch? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass man 15 Minuten am Tag aktiv dabei, also sich Zeit nehmen sollte. Mhm. Und es ist zweimal in der Woche gibt's einen Live-Call mit mir, wo wir halt üben, trainieren, Wortsatztraining machen und so weiter. Ach ja, cool. Sehr schön, das hört sich toll an. Vielleicht machst du auch mal mit. Weil ich kämpfe nämlich hier gerade in Indien aus. Weil hier in Indien ist also alles Englisch und jetzt Yoga-Lehrer-Ausbildung gerade alles auf Englisch, die ganzen Positionen, Yoga-Positionen auf Englisch ansagen. Oh Gott, das ist echt ein halber Englischkurs gerade für mich hier. Ich kann mich gar nicht aufs Yoga konzentrieren. Ja. Ja, okay, sehr schön. Okay, ich danke dir ganz herzlich, liebe Jacqueline. Ich freue mich, dich so aufblühen zu sehen, und da geht mir echt das Herz auf. Du strahlst, und es freut mich einfach sehr. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, und viel Erfolg für dein Programm dann ab Januar. Vielen, vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.